Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Black Mirror 2. Ich wollte diese Folge mit Victoria sprechen. So viel weiß ich noch. Die letzte Aufnahme ist noch nicht mal lange her. Würden Sie mir bitte sagen, was sich hinter der verschlossenen Tür befindet? Nur ein ungenutzter Flügel des Hauses. Kann ich mich dort einmal umsehen? Nein, leider nicht. Der Flügel ist einsturzgefährdet, deswegen ist er auch verschlossen. Halten Sie sich um Ihrer selbst willen fern von dem Flügel. Alles klar. Ihre Haushaltshilfe, diese Sally. Ah, haben Sie sich schon kennengelernt? Sie scheint so gar nicht hierher zu passen. Zu uns alten Leuten, meinen Sie? Sie scheint das genaue Gegenteil von Bates zu sein. Das ist eine kluge Beobachtung. Sie verkörpert all das, was Bates zuwider ist. Disziplinlosigkeit, Unordnung, Unzuverlässigkeit, Geschwätzigkeit. Vielleicht wollte er Ihnen zeigen, was Sie an ihm haben. Ich weiß genau, was ich an ihm habe. Aber ich weiß auch, dass es ihm schlecht geht. Er kann sich nicht mehr alleine um das Haus und uns alte Damen kümmern. Die nächste Haushaltshilfe werde ich aussuchen. Und es wird eine fleißigere Person sein. Eine, die Bates wirklich entlastet. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Okay. Hier ist nichts. Das heißt, das können wir auch in die Bibliothek, was ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt was finden. Sie sieht auch, finde ich, etwas anders aus. Hier ist noch ein Telefon. Ein altmodisches Telefon. Aber wen sollte ich anrufen? Ich weiß auch nicht, ob wir nicht schon hier drinnen waren. Hier rüber kann ich jetzt nicht so wie im ersten Teil. Wenn wir schon hier drinnen waren, tut es mir leid. Oh. Das ist der Stammbaum der Familie Gordon. Fast der gleiche, der auch in Wales hing. Das ist der Stammbaum der Familie Gordon. Das ist der Stammbaum. Okay, hier geht also nichts. Seltsame Stelle. Es sieht so aus, als wäre hier oben etwas übermalt worden. Direkt über der Generation von Samuel und Catherine. Es ist leider ziemlich gut übermalt. Keine Chance zu erkennen, was da vorher stand. Ansonsten nichts. Kann man jetzt zufällig Victoria fragen nach dem Stammbaum? Das Schloss ist sehr schön, aber es... naja... Es zerfällt langsam, meinen Sie. Ich befürchte, da haben Sie recht. Und es ist nicht das Einzige, was hier zerfällt. Wie meinen Sie das? Das Geschlecht der Gordons. Seit Jahrhunderten lebten wir hier in der Gegend und prägten sie wie niemand sonst. Unsere Familie wird aussterben, Mr. Fogg. Bald wird es keine Gordons mehr geben. Das Schlimmste ist, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Verlust ist. Sie meinen wegen... Wegen des Leids, für das einige von uns verantwortlich sind. Ja. Mir ist gerade aufgegangen, dass diese Frau meine Großmutter ist, wenn Angelina recht hat. Sie scheint nichts von einem Enkel zu wissen. Oder doch? Ihr Blick war irgendwie seltsam. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Ich hab momentan keine Fragen an Sie. Okay, gut, dann... Bibliothek gehe ich jetzt nicht nochmal. Ich schaue jetzt nochmal in die Küche zu Sally, ob die uns was zu sagen hat. Okay, die hat uns nichts zu sagen, wenn wir jetzt rausgehen zu den Stellen. Wo steht denn er rum? Hier ist der Matsch. Ah, Louis. Okay, den lassen wir in Ruhe. Wo ist Bates? Okay. Das haben wir uns alles schon angeguckt. Im Dorf. Was? Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Gut, das heißt, wir können auch so jetzt nichts irgendwo machen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder ins Schloss und gucken jetzt mal, ob wir Bates irgendwo finden. Hinter der Tür soll angeblich nicht mehr sein als einige Räume, die seit dem Brand einsturzgefährdet sind.
Und solange ich den Schlüssel für die Tür nicht habe, kann ich nicht das Gegenteil beweisen. Und ich will da rein. Die Tür ist abgeschlossen. Im Badezimmer war auch ein bisschen was. Mosaikscheibe, Hammer, Gummistiefel. Kann ich die Gummistiefel eventuell am Matsch verwenden? Ich weiß ja nicht für was, aber es war jetzt gerade so eine Idee. Nehme ich jetzt Matsch mit? Und schon sehen die Stiefel aus, wie Stiefel aussehen müssen. Dreckig. Und was bringt das jetzt? Besser, ich saue den Boden jetzt nicht ein. Ich habe keinen Grund dafür und Bates würde mächtig sauer werden, falls er mich dabei erwischt. Aber ich kann. Da kriege ich auch nur die Handtücher raus. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große. Und da macht er wieder zu. Also ich nehme keine Handtücher mit. Da ist ein Messer und ein Hammer. Den Spiegel haben wir auch schon geguckt. Die Badewanne wird vielleicht auch noch interessant. Hier komme ich wieder raus. Ich wusste gerade nicht, wo das Ding ist zum Rausgehen. Okay. Nein. Okay. Sie ist gerade so fleißig. Okay. Eine alte, original englische Theke. Ich könnte die Tea Time einläuten. Damit wären die Ladies aus der Halle und ich hätte freie Bahn für die Steinplatte am Globus. Okay, jetzt können wir wieder mal lesen. Nicht anfassen! Entschuldigung, aber diese Teekanne ist total alt. Und Bates hat mir oft genug gesagt, dass ich darauf gut aufpassen muss. Er ist nur kurz ins Dorf, um neuen Tee zu holen. Wir haben keinen mehr hier. Es gibt keinen Tee mehr? Ich hätte nie gedacht, dass sowas auf einem englischen Schloss überhaupt möglich ist. Bates meinte, der Tee, den wir hier hatten, sei schlecht geworden. Er hat ihn entsorgt. Oder er brauchte eine Ausrede, um ins Dorf zu gehen. So. Wenn ich an Globus in der Halle herumfummeln will, sollten die alten Ladies lieber nicht dabei sein. Was bringt die Schachteln wohl dazu, den Raum zu verlassen? Tea Time natürlich, das würde die Ladies weglocken. Nur bis dahin dauert es noch. Ich könnte die Tea Time vorverlegen, wenn Sally nicht in der Küche wäre und ich Tee hätte. Haben wir da jetzt irgendwas? Achso, ich soll vielleicht verstehen. Das hat man eh und hier. Okay, ich glaube, das haben wir gelesen. Ich lese jetzt das mal. Es scheint, als seien die beiden alten Ladies, Victoria und Eleanor, von der Welt und der Zeit vergessen worden. Sie fristen ein Leben in Stille und warten auf den Tod. Beide haben sie alles verloren. Beide sind sie bitter und ohne Aufgabe im Leben. Weiß Lady Victoria, ja, wer ich bin? Es klang so, als sie telefonierte. Mit wem außerhalb des Schlosses könnte sie gesprochen haben? An dem Tag, an dem Lady Victoria stirbt, wird auch Bates den Löffel abgeben. Er lebt einzig und allein, um den Gordons zu dienen. Er ist ihr Geheimnisträger und er wird alles mit ins Grab nehmen. Ich halte Louis für gefährlich. Er ist dumm und er ist zornig. Er gibt den Ladies die Schuld an seiner Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas mit den Orden zu tun hat, aber er ist mir nicht geheuer. Sally ist eine dumme Nuss. Sie hat hier nichts verloren. Sie weiß es und alle anderen wissen es auch. Nur reicht es nicht aus, zu wissen, wo man nicht hingehört. Man muss auch noch einen Ort haben, zu dem man gehen kann. Okay, ich glaube, das war jetzt das. Es ist die Frage, ich bräuchte Tee.
Aber ich kann jetzt auch oben schmutzig machen, dass Sally aufräumen muss. Vor allem, wo ich weiß, dass Bates nicht da ist. Wie das aussieht. Sauerei. Gut. Guten Tag, Sally. Hi. Mir ist aufgefallen, dass der Boden oben im Badezimmer stark verschmutzt ist. Was? Nicht schon wieder. Es sieht nach Stiefelabdrücken aus. Ich habe Louis tausendmal gesagt, dass er mit seinen Mattstiefeln nicht durchs Haus laufen soll. Mist. Ich muss das sauber machen, bevor der Alte was merkt. Sonst darf ich es gleich wieder dreimal machen. Ist Tea Time? Sie ist abgelenkt. Ich würde sagen, dann bringe ich die Teekanne mal heimlich in die Bibliothek. Und danach überlege ich mir, wo ich auf die Schnelle Tee herbekomme. Zumindest mal hier nicht. Also, er sieht ein bisschen nass aus. In die Bibliothek. Ah, auf dem Tisch. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Vom heimlich in die Bibliothek. Die Kanne und das Service sind schon mal an Ort und Stelle. Jetzt fehlt nur noch der Tee. Im Dorf ist es extrem gefährlich. Der Orden wird auf jeden Fall nach mir suchen. Aber es wäre eine gute Gelegenheit zu sehen, ob Bates vielleicht versucht, den Orden zu alarmieren. Ich muss wohl doch noch mal ins Dorf zurück und Tee besorgen. Aber bevor ich mich in die Höhle des Löwen begebe, werde ich vorsorgen. Am besten, ich locke den Orden ins Hotel. Dann habe ich halbwegs freie Bahn auf dem Dorfplatz. Hier ist doch ein Telefon. Okay. Okay. Tee besorgen. Ein englisches Schloss ohne Tee, das gibt es doch nicht. Wenn ich mich beeile, könnte ich Tee aus dem Dorf holen und vor Bates wieder hier sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, muss ich den Orden vorher vom Dorfzentrum weglocken. Dann wollen wir mal. Murray? Hallo, Darren Michaels hier. Ich werde heute noch abreisen. So in einer halben Stunde bin ich im Hotel. Ich wollte Ihnen das nur schon mal mitteilen, damit Sie die Rechnung vorbereiten können. Nichts vorzubereiten? Ach ja, ich habe ja im Voraus bezahlt. Egal, jetzt wissen Sie ja Bescheid. So in einer halben Stunde, Murray. Bis gleich. Okay, Murray weiß Bescheid. Wenn ich mich nicht ganz irre, wird der Großteil des Ordens in einer halben Stunde im Hotel auf mich warten. Dann auf ins Dorf. Kann ich aufgrund von dem hier reisen? Okay. Dachte ich's mir doch. Ich glaube kaum, dass er in der Bibliothek einkaufen war. Tom ist wieder hier. Also hat Bates doch was mit dem Orden zu tun. Ich muss näher ran, aber besser außenrum. Ja, schließlich nicht einen Laufbursche. Sie erhalten immerhin eine großzügige Entschädigung. Ja, ja, du weißt genau, wie dringend ich diese beschissene Entschädigung brauche. Ich verbitte mir diesen Ton. Sie wissen. Schon gut, Alter. Ich gehe Sie suchen. Vielen Dank. Interessant. Abgeschlossen. Verdammt. Wo sonst kriege ich in dem toten Kaff Tee her?
Ich muss da rein. Bis heute Abend zu warten, habe ich keine Zeit. Wie passend. Ausgerechnet Toms Tür mit seinem eigenen Werkzeug zu knacken. Das gleiche Prinzip wie im Hotel. Ach nö! Und das letzte muss noch ungefähr auf die Höhe. Nee. Ups. Geht doch. So lang war das gerade gar nicht. Verdammt, der Draht ist durchgerissen. Aber ich habe ja erreicht, was ich wollte. Tee. Ah, da ist ja der Tee, den ich brauche. Jetzt schnell zurück zum Schloss. Eine Karte der Gegend um den Ort Willow Creek. Es ist eingezeichnet, wo vor 5 Mordschauplätze sind ein. Also können wir jetzt nicht. Ja, nö. Ich schätze, Bates ist noch nicht zurück. Die Teekanne macht den Tee. Damit ist das Gedeck fertig. Fehlt nur noch heißes Wasser. Am besten sage ich einfach Sally Bescheid. Guten Tag, Sally. Hi. Sally, Bates hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass Sie heute die Tea Time einläuten dürfen. Es fehlt wohl nur noch heißes Wasser. Ach, dafür bin ich also wieder gut genug. Er war ziemlich erschöpft vom Einkaufen. Kein Wunder. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht einfach Louis Bescheid gesagt hat. Ich schon. Die sind weg. So, Stein. Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Nur wie soll ich da rankommen? Das Messer verbiegt, bevor die Platte sich auch nur einen Millimeter bewegt hat. Ich denke, die Ladies wären nicht angetan davon, wenn ich hier mit einem Hammer die Steinplatte bearbeite. Das hört man im gesamten Schloss. Ich hätte sofort die Polizei am Hals und dann wird es kompliziert. Sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Ein verzierter Zaun oder eine Art Absperrung ist hier rund um den Globus. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Ein verzierter Zaun. Gut, das sagt er bei rechts und beim Linksklick. Angelinas Nachricht an mich. Ah, nee. Darren, nee.
Ich hoffe, du bist es, der diese Nachricht findet. Nee. Nee. Hallo, ich mach Doppelklick, du gehst trotzdem so langsam. Ein altmodisches Telefon. Aber wen sollte ich anrufen? So viel zum Thema Nacktheit in England. Die Tür ist abgeschlossen. Sally hat ihr Putzzeug hier abgestellt. Ein alter Metalleimer mit Wischmopp. Ich nehme den Mopp mit. Und für was? Der Boden ist wieder blitzblank. Sally hat ganze Arbeit geleistet. Aber etwas anderes blieb ihr wegen Bates wohl auch nicht übrig. Jetzt ist das Ding auch weg. Gut. Ich weiß ja nicht, was ich mit dem Wischmopp soll. Hey, ich sehe da gerade was. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Sieht ein bisschen aus wie ein Wächter. Es sieht aus wie ein Gesicht. Sie trinken? Ich habe gerade keine wichtigen. Okay. Das heißt, was finden, mit dem man das Ding aufmachen kann, ohne irgendwas kaputt zu machen. Sie ist gerade so fleißig. Hier ist noch immer der Matsch. Der Boden ist hier aufgeweicht. Sehr matschig. Der Boden ist hier aufgeweicht. Ich lasse ihn lieber. Hier habe ich auch nichts übersehen. Leer. Ein uralter Briefkasten. Nicht schön, aber selten. Ein uralter Briefkasten. Nicht nötig. Ich habe ja jetzt meinen Privateingang. Im Dorf. Okay, im Dorf habe ich nichts zu suchen. Zu genau muss ich mir das aber trotzdem erklären. Okay. Das heißt, ich habe wie immer mal wieder was übersehen. Ein verzierter Zaun. Ich glaube, das hat was mit dem Zaun zu tun. Jetzt, du Idiot. Ein verzierter Zaun. Naja. Brief von Angelina, die Mappe. Teil eines Gedichts. Hinter der Tür soll angeblich nicht mehr und solange ich den Schlüssel für die Tür. Sie ist gerade so fleißig. Habe ich vielleicht irgendwas hier, dass ich sage, okay? Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Und im Brunnen hoffentlich auch nicht. Am Brunnen ist nichts. Ja gut, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ansonsten ist hier nur noch Matsch. Ach so. Ich hab, was ich will. Ich komme dem Vieh nicht mehr zu nah. Okay, jetzt ist wahrscheinlich auch das Ding weg. Okay.
Beim Schlosstor ist auch nichts, das weiß ich. Und beim Haupteingang... Tja. In der Bibliothek, ist da irgendwas? Alles bereit für die Tea Time. Es ist bis auf das, dass ich mir den Stammbaum nochmal angucke, ist hier nichts. Und das Telefon zählt also mal. Ein altmodisches Telefon. Und so zeigt es mir nämlich nichts an. So, Tee besorgen. Neueste Aufgabe, neuester Eintrag. Okay, das hatten wir. Jetzt müssen wir hier irgendwie ran. Und ich habe keine Ahnung, wie. Das ist Angelinas Tagebuch. Darin beschreibt sie die Tage in Maine. Die darauf folgenden Seiten wurden herausgerissen. Das sind die Seiten, die ich im Hotel gefunden habe. Davor gibt es keine Einträge. Sie scheint erst mit ihrer Reise in die USA angefangen zu haben, ein Tagebuch zu schreiben. Dienstag. Ich habe ihn gefunden. Ich habe... Geh mir im Badezimmer noch mal alles durch. Wahnsinn ist vererbbar. Was ist los mit mir? Was sind das für Visionen? Samuel hatte ein Buch in der Hand. Und er hat auf diese Fliese dort gedeutet. Die Vision hat auf diese Fliesen gedeutet. Da tut sich gar nichts. Also Leute, ich habe mich gerade erschrocken. Wirklich. Oh! Dahinter ist ein Hohlraum. Eine handgeschriebene Seite aus einem Buch. Sie scheint aus dem Tagebuch von William Gordon zu sein, mit Ergänzungen von seinem Enkel Samuel. Soweit ich weiß, haben sich beide von einem der Türme des Schlosses gestürzt. Ob Samuel die Seite zuvor rausgerissen und versteckt hat? Aber wieso? Auf der Seite sind viele kleine Pyramiden oder Dreiecke im Kreis hingekritzelt. Drei davon durchgestrichen. Ach Mensch! Irgendwo habe ich diese Dreiecke doch schon gesehen. Hier. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.